Also Leute, es gibt neue Updates zu Black Widow, denn Black Widow wurde jetzt offiziell wegen dem Coronavirus nach hinten verschoben. Heute habe ich ein Video hochgeladen zu dem Thema MCU und Coronavirus und da habe ich gesagt, dass Black Widow verschoben werden sollte und jetzt ist es soweit. Black Widow wurde auf ein unbekanntes Datum verschoben. Wir wissen jetzt nicht, wann der neue Kinostart ist und Black Widow kommt jetzt nicht mehr am 30. April raus. Grund der Coronavirus. Ist verständlich, denn alle Kinos haben jetzt 8 Wochen zu, also ungefähr bis Mai. Und wenn Black Widow am 30. April rausgekommen wäre, hätte der Film fast gar keinen Profit gemacht und das wäre echt nicht so geil gewesen. Einerseits geht es um die Fans, andererseits um das Geld. Irgendwie verständlich, aber es ist nicht so geil. Black Widow wurde jetzt verschoben. Am 30. April solltet ihr und könnt ihr, besser gesagt, müsst ihr den Film jetzt nicht erwarten. Echt schade. Bis dahin könnt ihr gerne Marvel-Marathon zu machen. Ich will nicht viel labern. Das wird auf jeden Fall ein kurzes Video sein, ein ganz kleines Update. Aber zusammenfassend kann ich schon sagen, Black Widow wurde wegen dem Coronavirus nach hinten verschoben auf ein unbekanntes Datum. Wann der Film rauskommt, wissen wir nicht. Aber ich hoffe und ich erwarte auch Ende Mai, also vielleicht einen Monat, also am 30. Mai, könnte ich dann den Film erwarten. Schreibt mal in die Kommentare rein, was für ein Datum ihr gerne für den Film hättet. Also bis dahin, bleibt stark, guckt einfach Marvel-Marathons. Und das war halt echt eine kurze Folge, kleines Update. Und da würde ich auch mal sagen, das war's, kurzes Update zu Black Widow. Bleibt stark, Leute, love you 3000, das war's für dieses Mal, euer Supologie. Bis zum nächsten Mal und ciao und bitte wascht euch die Hände.